A wie Ausstattung. Scharen von Babyausstattern wollen den Nachwuchs im Hause Windsor königlich betten und wickeln. Das Kind dürfte mindestens eine Nanny bekommen. William und Kate wollen sich aber auch selbst kümmern und aktive Eltern sein. C wie Cannons. Zu Ehren des Babys gibt es 62 Kanonenschüsse vom Londoner Tower und 41 von Green Park. F wie Familie. Opa Charles ist britischer Thronfolger. Kates Eltern sind so etwas wie Fetenkönige. Sie haben ein Millionenvermögen mit Partyausrüstung gemacht. Und mit dem lustigen Onkel Harry wird es sicher nicht langweilig. H wie St. Mary's Hospital. Wie einst Prinzessin Diana hat Kate dieses kleine Krankenhaus in London für die Geburt ausgewählt. Hier kam einst schon ihr William zur Welt. I wie Internet. Die Geburt wird traditionell am Tor des Buckingham Palace verkündet, aber auch per Twitter. Es gibt auch schon Twitter-Konten für das Baby, aber die wirken irgendwie nicht ganz echt. N wie Namen. Alexandra, Charlotte und Elizabeth gelten als Favoriten. Und bei einem Jungen? George, James und Louis. R wie Royals. Das Baby soll dereinst über Großbritannien und 15 Länder des Commonwealth herrschen, so wie die Uroma, Queen Elizabeth II. S wie Souvenirs. Die Palette ist riesig, von mehr oder weniger geschmackvollen Tellern und Babybechern bis hin zu Stramplern im Prinzenlook. W wie William. Bisher ist der Prinz Hubschrauberpilot bei der Royal Air Force. Er durfte bald erklären, ob er stattdessen Vollzeit-Royal werden will. Zunächst will er 2 Wochen lang Vollzeit-Papa sein.